Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge ETS 2. Draußen auch wieder Gartenarbeit. Ich hoffe, man hört es wieder nicht zu sehr. Dreck auf dem Bildschirm, was los hier? Bist du eine Obstfliege oder was? Egal. Jetzt sitzt du wieder auf dem Bildschirm. Ich bin weg hier. Genau, wir waren beim Fahren. Wir haben gepennt. Ist das wieder Tag? Ja. Also siehst du, wir können bei 2 Kredite zurückzahlen. Also, naja, nicht ganz. Also ein mindestens. Für 2.3 leider nicht so ganz. Bank. Die 185.000 ist das, was wir durch den Auftrag bekommen. Never mind, wir haben immer noch nur 85. La 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 la. Ja gut. Freibahn mit Matipan. Biege nach rechts ab. Biege nach links ab. Ich dachte, wir hätten jetzt im Schlaf bereits so viel Geld bekommen, dass wir direkt hier, weiß nicht, 100.000 bekommen haben. Könnte ja sein. Wie ist unsere Vergütung überhaupt aktuell? Naja, in der Woche 400.000 Euro. Ah. Da kriegt man bei 10 Stunden Schlafen definitiv keine 100.000. Wird schwierig. Aber wir haben ja quasi gar nichts bekommen über Nacht, oder? Ich meine, wir sind mit 95.000 gestartet, haben für um die 10.000 unseren LKW repariert und haben aber immer noch nur 85.000. Also, haben noch nichts eingenommen. That's sad. Naja. So, zuallererst mal wieder Musik einschalten hier, bevor ich es wieder vergesse. Halt. Okay, lass uns eine neue Route finden. Zum Glück habe ich noch schnell genug gespeichert. Das sah jetzt so aus, als wenn man da auch so, ne, so ein kleiner Schleichweg, so wie letztens, wo wir da oben bei dieser Firma da lang gefahren sind. Aber nee, that is dead end. Was ist das überhaupt? Achso, ist eine Müllhalde. Lol. Ja gut, Na, jetzt war es auch geklärt. Ich will halt immer alles sehen. Ich will überall langfahren. Ach, Mann, ey. Ach, wir sind doch jetzt hier schon bei der großen Mautstelle, ne? Bei der Brücke kommen wir doch gleich raus. Lol. Kommt mir hier alles bekannt vor. Sehr bekannt. Und 70! Achso, halt. Hä? Wir waren doch schon bei 70. Ich hätte 50 fahren müssen davor. Kann ja mal passieren. Bitte links halten. So, da vorne ist... Ah, nee, keine Kreuzung, oder? Hier ist nur eine Brücke. Was? Ich dachte, du darfst 80 fahren. Bei dir schon wieder los. Ich fühle mich verarscht. Jetzt wollen wir langsam fahren, also wieder eine Kreuzung oder so. Ach, hier ist die Brücke. Okay. Oh, ich kann Omnibusse lang fahren. Hui.
Achso, ich habe vergessen, den Punkt davon wegzunehmen. Ha! Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Nee, Schatzi, leider erst die, leider schon die zweite. Bitte rechts halten. Route neu berechnen. Wir müssen noch da. So, wenn wir gerade eh schon stehen werden müssen, können wir mal den Punkt entfernen. Hey, jetzt sind wir noch da. Hey, mal weg hier. Danke. Zeit zu gehen. So, aber auf welche Ampel müssen wir jetzt hier achten? Hier ist ein Stoppschild mit Achtung Ampel, aber ich sehe gar keine Ampel. Whatever. Ah ne, also wir müssen da lang. Links ist kein grüner Punkt. Hier muss man wieder warten. Kacke. Digga, was ist das da für ein Schild? Achso, die Preise. War schön zu sehen, wenn man sieht, wie so die Stoßdämpfer arbeiten, ne? Sehr nice. Mal so eine Frage an die echten LKW-Fahrer unter euch.
fahrt ihr hier wirklich gerade noch mit 5 km/h lang? Also ist ja wirklich schon sehr langsam. Da vorne auch schon wieder Zollkontrolle hier. Am Kreisverkehr erste Ausfahrtnummer. Nur diese Ausfahrt. Die Stelle gefällt mir auch extrem. Wenn du so wirklich so durch so einen kleinen Vorort fährst, wo du keine Wege hast, sondern direkt an die Straße ankannst, irgendwie so Sandbänke und sowas. Biege nach rechts. Also so wirklich so richtig Dorfstyle und so. Finde ich auch mega cool immer. Verkehr, erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Nach rechts ab. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab.
links abbiegen. Biege nach links ab. Ich wünschte, ich könnte auch 130 fahren. Blöder Auflieger. Irgendwann schreibe ich mal hinter der 80 noch eine 0 rauf. Dann könnte mich mal. Zweite Ausfahrt nehmen.
diese Ausfahrt. Das Dach da ragt aber auch ganz schön weit auf die Straße rauf. Und selbst Angst hat, wenn du so weit rechts fährst, du die ganzen Hänger abkarrst. Der Blau ist aber kurz auch ganz schön weit auf die linke Spur gekommen, Alter. Also, der war nicht auf der linken Spur, aber der ist super nah rangefahren. Obwohl er gar keinen Auflieger oder was hatte. Der hätte auch voll weit rechts fahren können, eigentlich.
Ah ja. Aber da merkst du halt, dass hier alles eine und dieselbe Spur ist. Ja, du hast halt hier immer so ein ja, halt ein Pass, so ein Pfad halt. Und den folgen halt alle, Autos, LKWs, gleichermaßen. Von daher muss halt so dimensioniert sein, dass du auch LKWs rumbekommen. Na? Grün. Achso, ich kann links abbiegen. Ha, ganz vergessen. Oh ne, das ist rot. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Straßenbahn? Scheiße, ne?
finden. Gut, dann soll es in der Folge gewesen sein. Und dann, ja, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder, wenn es denn dann heißt Heisenbergische Theorie oder irgendwie so, I don't know.